Aladdin. Es war einmal ein armer Junge namens Aladdin. Eines Tages heuerte ein böser Mensch Aladdin als Helfer an. Aladdin sollte eine magische Lampe aus einer gefährlichen Höhle holen. Der böse Mann gab ihm auch einen magischen Ring, der Aladdin unsichtbar machen konnte. Der böse Mann sagte Aladdin, wo die gefährliche Höhle war. Er wollte nicht mit Aladdin gehen, weil die Höhle sehr gefährlich war. Im Inneren der Höhle rieb Aladdin den magischen Ring. Er wurde unsichtbar und schließlich fand er die magische Lampe.